Corona ist natürlich eine sehr neuartige Erkrankung, auf die wir uns alle erstmal einstellen mussten. Es ist eine Krankheit mit schweren Auswirkungen oder sie kann schwere Auswirkungen haben. Das heißt, wir mussten alles, was diagnostische und therapeutische Maßnahmen sind, auch in der Pflege anpassen. Ein Beispiel, eine der Behandlungsformen ist die Positionierung der Betroffenen auf den Bauch, wenn sie sehr schwere Lungenbeteiligung haben. Das ist sehr, sehr aufwendig. Da wurden die Mitarbeitenden geschult auf den Intensivstationen. Das wird umgesetzt, ist auch jetzt wieder aktuell bei den steigenden Zahlen. Da mussten wir mehr schauen, dass die Pflegefachpersonen das auch gut umsetzen können. Ganz neu ist der Umgang mit Menschen, die einen Virus haben, die sehr ansteckend sind, für uns ja nicht. Wir haben ja täglich mit Kranken zu tun, die irgendeine Erkrankung haben, die ansteckend sein kann. Das heißt, wir müssen uns immer schützen, weil jeder, der ins Haus kommt, potenziell Überträger von irgendetwas sein könnte, was uns selber schädigt oder wir dann Überträger hin zu anderen Patienten sind und die dadurch anstecken können. Wir wenden unsere hygienischen Maßnahmen an, wie sie trainiert werden. Wir nennen sie Basishygiene. Die ist natürlich jetzt erweitert worden. Je näher ich einem Covid-19 betroffenen Menschen komme, je mehr ich potenziell mit Ausatemluft zu tun habe, desto mehr muss ich mich schützen. Das sind dann so Unterschiede wie im Alltag tragen wir alle einen allgemeinen Mund-Nasen-Schutz. Wenn ich ganz nahe beim Patienten arbeite, vor allem auch bei beatmeten Patienten, dann tragen wir FFP2-Masken. Das ist mehr Aufwand, mehr administrativer Aufwand. Die Besucherströme müssen koordiniert und geregelt werden. Da passiert viel über digitale Möglichkeiten heute. Es gibt ja diese sehr schöne App Meine Uniklinik, die auch für solche Möglichkeiten jetzt ausgebaut wird. Auf jeden Fall müssen wir es koordinieren. Es muss administrativ aufgegleist sein. Wir haben ja täglich 1500 Patienten auf den Stationen. Wenn jeder nur einen Besucher bekommt, haben wir zusätzlich 1500 Menschen im Haus und müssen da natürlich sehr, sehr achtsam sein. Da haben wir im Frühjahr schon sehr schöne Erfahrungen gemacht mit dem Einsatz von Hilfsmitteln. Wir haben Tablets zur Verfügung stellen können mit einer App, spezifisch zum Kontakt mit Angehörigen und haben sehr schöne Erfahrungen gemacht, auch auf der Intensivstation in der Kontaktaufnahme von Schwerstkranken mit Angehörigen. Das war sehr, sehr gut. Wir wissen ja nie, was ein kranker Mensch hat. Wir müssen uns immer schützen. Vielleicht jetzt mit Corona die FFP2-Masken, wenn man in der Nähe arbeitet, das haben wir sonst in dem Umfang nicht gehabt. Aber ansonsten unsere basishygienischen Maßnahmen mit Händehygiene, mit Achtsamkeit gegenüber kranken Menschen im Sinne, wer kann sich hier wie anstecken, auf was müssen wir hier achten, das ist unser Alltag und das bleibt natürlich auch.